Guten Morgen, Freunde freier Geodaten und freier Geosoftware. Wir kommen jetzt zum letzten Vortrag und der knüpft an die beiden Vorträge an, die wir gerade gehört haben. Es sind ja einige Probleme aufgeworfen worden und im nächsten Vortrag wird unter dem Stichwort Geodateninfrastruktur Deutschlands versucht, diese Probleme anzugehen. Und wie das im Einzelnen funktioniert, das hören wir jetzt von Armin Retterath. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Und erstmal eine Frage in die Runde weg. Hat mal die WMS-Spezifikation, die OGC-WMS-Spezifikation gelesen? Lesen eher, ja, also wer hat die WMS-Spezifikation des OGCs mal komplett durchgelesen? Ja, das ist überschaubar. In dem Vortrag versuche ich jetzt mal eine der Lösungen vorzustellen, die die öffentliche Verwaltung angeht, um die Probleme, die wir eben gehört haben, in den beiden vorangehenden Vorträgen in den Griff zu kriegen. Wir haben schon gehört, die Inspire-Richtlinie hat dazu geführt, dass Geodaten grundsätzlich auffindbar sind in Europa und auch gewisse Standards, die die Inspire-Richtlinie uns gesetzt hat, haben auch dazu geführt, dass der Zugriff auf Geodaten stark vereinfacht worden ist. Der Part, den ich jetzt hier vorstellen will, ist eben die Antwort von Deutschland aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre darzustellen. Wir haben also Ende letzten Jahres einen neuen Standard beschlossen, die GDI.de, und der gibt Regelungen vor, wie WMS und WMTS-Dienste in Deutschland zu konfigurieren sind, damit sie interoperabel verwendet werden können und auch rechtssicher genutzt werden können. Mal kurz rein. Also erstmal will ich ein paar Sätze zu den allgemeinen Zielen sagen, den Anwendungsbereich kurz festlegen, etwas über die historische Entwicklung der Standardisierung im Bereich Darstellungsdienste oder WMS auflisten und dann konkret die Regelungen, die wichtigsten neuen Regelungen des Standards darlegen und am Ende ein paar Beispiele bringen, wie die umgesetzt werden können und welche Vorteile wir von diesem neuen Standard bekommen werden. Allgemeine Ziele. Ist relativ einfach. Das Ziel der Geodateninfrastruktur in der Standardisierung, die wir hier betreiben, das schon seit 12 Jahren, ist eine interoperable Bereitstellung von Geodaten der öffentlichen Verwaltung, das, was wir eben in den beiden vorangegangenen Vorträgen auch gehört hatten, über die Nutzung von offenen Standards. Und was wir auch haben wollen, das haben wir im ersten Vortrag gehört, ist eine dauerhafte Integrationsmöglichkeit dieser Daten, die die öffentliche Verwaltung publiziert oder produziert und publiziert, dann auch in Prozesse und Anwendungen über die Persistierung von URIs. Das war in dem Vortrag über Semantic Web eigentlich ganz gut rübergekommen, dass wir versuchen wollen, halt dauerhafte URIs zu schaffen, um auf Daten zugreifen zu können. Nächster Punkt ist halt, dass wir halt eine maximale Kompatibilität auch erreichen wollen mit internationalen Standards. Da spreche ich dann eben die europäischen Inspire-Standards an und auch die ISO-Standards, die halt vom OGC dann entwickelt werden im Bereich Geodaten. Und was wir auch machen wollen, ist natürlich eine Rechtssicherheit schaffen, das heißt mehr Informationen dazu bereitstellen, wie diese Daten, die publiziert werden, auch genutzt werden können. Wir haben gehört, es gibt immer wieder Probleme bei der Interpretation der Metadaten, der Inhalte in Metadaten. Was darf ich überhaupt mit den Daten machen, wenn ich sie denn gefunden habe? Und an der Stelle versuchen wir über diesen neuen Standard da auch eine Lösung zu schaffen. Anwendungsbereich. Genau, normale WMS-Dienste oder Darstellungsdienste sind dazu gedacht, Karteninformationen im Internet zu publizieren. Das heißt, einen Online-Zugriff zu realisieren. Der Standard selber hier soll für Deutschland gelten und auch für die Inspire-Darstellungsdienste. Das heißt, diese Dienste, die für die Inspire-Richtlinie oder die Umsetzung der Inspire-Richtlinie erstellt worden sind, da versuchen wir da noch zusätzliche Anforderungen zu definieren, die uns dann den Umgang mit diesen Diensten und den Daten nachher erleichtern. Historie. Die WMS-Spezifikation wurde 1999 entwickelt im OGC, ist dann 2000 erstmalig publiziert worden und war dann auch einer der Startschüsse gewesen, um diese Geodateninfrastrukturkonzepte eben da aufzubauen. Wir hatten, ich komme mal kurz auf die Entwicklung der Geodateninfrastruktur Deutschland ein, einen politischen Beschluss gehabt 2003, der im Endeffekt dann durch die Chefs der Staats- und Senatskanzleien von Bund und Ländern den Startschuss gesetzt hat zu dem Aufbau der Geodateninfrastruktur Deutschland. Das war 2003 gewesen. Dann haben wir 2005 eine Organisationsstruktur geschaffen mit Koordinierungsstelle, Lenkungsgremium und einer politischen Aufsicht halt für diese GDI.de-Organisation. Und 2006 hatten wir angefangen, quasi
die erste Standardisierung zu betreiben. Wir haben uns die WMS-Spezifikation angeschaut vom OGC und haben überlegt, welche Regelungen müssen wir in Deutschland treffen, um diese WMS-Dienste, die damals noch sehr heterogen konfiguriert waren und auch sehr schlecht mit Metadaten ausgestattet waren, teilweise auch gar nicht richtig kompatibel zum Standard waren, eben zu verbessern. Und das hatten wir dann damals 2006 publiziert als WMS.de-Profil, der GDI.de. Hat das jemand mal gelesen? Das ist jetzt schon 13 Jahre her. Einer, zwei, drei. Also ist auch überschaubar, die Wirkung dieses Standards. Schauen wir mal weiter. 2007, das ist eben im vorangegangenen Vortrag dokumentiert worden, gab es die EU-N2-Richtlinie, die dazu geführt hat, dass wir im Anschluss daran zwei Jahre später 16 Geodateninfrastrukturregelungen oder gesetzliche Regelungen zur Umsetzung dieser Richtlinie in Deutschland bekommen haben, aufgrund unseres föderalen Systems. Die Inspire-Richtlinie selber gibt den technischen Rahmen vor, wie die europäische Geodateninfrastruktur aufzubauen ist und beschäftigt sich eben, wie auch die GDI.de, mit der Standardisierung des Austauschs von Geodaten, insbesondere eben auch mit WMS-Diensten bzw. Darstellungsdiensten. 2009 hat die Kommission und auch durch das Parlament eben verabschiedet eine Regulation, also eine Rechtsverordnung, die ein bisschen konkreter definiert, wie diese Infrastruktur von Europa aussehen soll und wie die Daten ausgetauscht werden sollen. Das ist vielleicht jetzt schlecht zu sehen ganz hinten. Wir haben hier an dem Punkt hier View Service stehen. Der Begriff View Service ist ein abstrakter Begriff, der nichts anderes beschreibt als die Funktionalität von einem Webmap Service. Der wird halt nur eben nicht als Webmap-Service bezeichnet, sondern will da in den rechtlichen Regelungen nicht so konkret werden, sondern die konkrete Umsetzung dann in technischen Anleitungen dokumentieren. Das bedeutet, der Begriff Darstellungsdienste, der auch ein bisschen seltsam anmutet, der kommt aus dem europäischen Kontext und deswegen verwenden wir den jetzt hier an der Stelle wieder. 2011 bis 2013 oder 2013 nochmal überarbeitet, gab es dann eine Publikation eines technischen Standards, wie Inspire Darstellungsdienste zu publizieren sind, was da alles eingestellt werden muss, wie die konfiguriert werden müssen, wie die Metadaten auszusehen haben. Das ist von einem IOC Task Force, also von einer Arbeitsgruppe auf europäischer Ebene erstellt worden und hat versucht dann konkret die ganzen Unzulänglichkeiten des Standards in den Griff zu kriegen und damit halt eine funktionierende Geodateninfrastruktur auf europäischer Ebene überhaupt erst zu ermöglichen. Dieses Dokument haben wir dann auf Ebene von GDI.de direkt mit begleitet in den Erstellungsprozess des Dokuments und haben dann auch deutschsprachige Handlungsempfehlungen herausgegeben. Hat die jemand gelesen? Ja, auch nur wenige. Aber das ist im Endeffekt die deutsche Regelung dazu, wie Inspire-konforme Darstellungsdienste oder View-Services zu konfigurieren sind, um die Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen. Und jetzt gehen wir ein paar Jahre weiter. November 2018, das habe ich eben schon mal erwähnt, sind wir dann jetzt zu einem neuen Standard gekommen in Deutschland, der allgemeine Vorgaben macht, wie WMS- und WMTS-Dienste in Deutschland konfiguriert werden müssen, damit sie interoperabel nutzbar sind und auch rechtssicher nutzbar sind. Das Dokument heißt einfach Vorgaben der GDI.de zur Bereitstellung von Darstellungsdiensten, ist beschlossen worden von dem zuständigen Gremium. Es gibt aber bisher keine Beschlussfassung im IT-Planungsrat, sodass wir das dann irgendwie verbindlich festlegen könnten. Bei der Erstellung des Dokuments gab es zwei öffentliche Reviews und da sind dann 600 Anregungen und Kommentare eingearbeitet worden. Also das ist auch gestreut worden in dem Rahmen der öffentlichen Verwaltung hauptsächlich und ist vom Qualitätsstand, denke ich, eigentlich ganz gut geworden. Hat davon jemand was gehört, dass dieses Dokument beschlossen worden ist oder irgendwo veröffentlicht worden ist? Auch nur wenige. Deswegen nutzen wir jetzt die Foskis dazu, das ein bisschen weiter zu verbreiten. Okay, Regelungen, konkrete Regelungen, die in dem Dokument enthalten sind. Also das Dokument trifft Aussagen zu WMS- und WMTS-Interfaces, ähnlich wie die Europäische Kommission das auch für ihre View-Services gemacht hat. Und der Begriff Darstellungsdienst umfasst dann eben beide Interfaces. Wir haben 25 konkrete Anforderungen, die für die Interoperabilität zwingend notwendig sind, formuliert und 24 Empfehlungen, die die Interoperabilität verbessern würden, wenn man es einhält. Aber die sind halt nicht zwingend erforderlich. Und das Dokument selber gliedert sich in den Anforderungs- und Erläuterungsteil, damit es auch nicht zu umfangreich wird.
konkrete Regelungen, was das Dokument beinhaltet. Im Bereich WMS wird gesagt, wenn WMS-Dienst oder Darstellungsdienst auf Basis von WMS-Interfaces zu publizieren sind, sollen beide Standards unterstützt werden, WMS 1.3.0 und WMS 1.1.1, aufgrund der Rückwärtskompatibilität, die notwendig ist, und nicht jede Softwarekomponente unterstützt auch WMS 1.3 bisher. Im Bereich WMTS wird keine Verpflichtung dokumentiert, sondern es wird gesagt, der WMTS, das WMTS-Interface für die Darstellungsdienste ist optional, kann bei Bedarf eben auch konfiguriert und publiziert werden. Wir haben einen regulären Ausdruck eingeführt für Layernamen, um da die Probleme bei den seltsam existierenden Layernamen mit Umlauten und mit Sonderzeichen und sowas in den Griff zu kriegen. Wir haben, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt und der aufwendigste auch in der Umsetzung, eine Verpflichtung mit übernommen ins Dokument zur Publikation von Service-Metadaten. Wer kennt sich hier mit Geometadaten nach ISO 1939 aus oder kennt überhaupt Geometadaten? Okay, und genau, die Inspire-Richtlinie erwartet eben für die Bereitstellung von Diensten und Geodatensätzen sowohl beschreibende Metadaten für die Datensätze als auch jeweils Metadaten für die Dienste, um die über Kataloge austauschen zu können. Und das Problem, was wir eigentlich bei den Darstellungsdiensten haben und warum wir auch eigentlich gar keine rechtssichere Geodateninfrastruktur in Deutschland betreiben können, ist ein Problem, dass die Abbildung von Lizenzen in diesen Capabilities-Dokumenten, die serverseitig konfiguriert werden, nicht ausreichend sicher ist. Da kann ich nur zwei Freitextfelder ausfüllen und das ist normalerweise nicht ausreichend, um halt Lizenzinformationen mit zu übertragen beim Austausch von Metadaten. Deswegen haben wir diese Verpflichtung der Bereitstellung von Service-Metadatendokumenten mit von Inspire übernommen. Genauso gibt es jetzt auch eine Verpflichtung darin, diese Layer, die publiziert werden, auch mit Daten-Metadaten zu koppeln. Das bedeutet, diese Metadata-URL-Elemente oder Tags in den Capabilities-Dokumenten wirklich auf Daten-Metadatensätze verlinken zu lassen, um die Beziehung zwischen Daten und Diensten nachher auch in der GDI wieder auflösen zu können. Das ist, hört sich jetzt ein bisschen aufwendig an, aber ich kann das vielleicht nachher am Beispiel vom Map-Server zeigen. In den letzten Jahren, zwei Jahren, sind auch da Entwicklungen passiert, die mit den Open-Source-Tools relativ einfach machen, diese Verpflichtungen hier zu erfüllen. Auch gerade im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Inspire-Richtlinie. Weitere Regelungen, wir versuchen zu empfehlen, dass man keine Copyright-Vermerke in diese statischen oder diese Karten einblendet. Weil wenn ich jetzt Daten verschiedener Datenanbieter miteinander kombinieren will und habe dann überall Copyright-Vermerke drin, sieht das ziemlich scheußlich aus und die Daten können eigentlich gar nicht mehr richtig verwendet werden. Das ist das Ergebnis davon. Dann haben wir auch was mit übernommen, neu, was wir vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren nicht hätten fordern können, aufgrund der Rechnerleistung, die da gestiegen ist, fordern wir jetzt mal die Mindestgröße eines Kartenbildes von 3000 mal 3000 Pixeln. Das ist für die interoperable Nutzung von diesen WMS-Interfaces extrem wichtig, insbesondere auch auf den Tablets und auf den hochauflösenden Bildschirmen, die heutzutage in der Verwendung sind. Und da wir jetzt WMTS nicht als Pflichtinterface erwarten, müssen wir auch mit dem WMS umgehen können und erwartet halt eben das Auslieferung des Kartenbildes in einer einzigen Kachel. Was wir auch gemacht haben oder versuchen zu machen, ist die Standardisierung der Rückgabe leerer Get-Feature-Info-Anfragen. Wer das schon mal gesehen hat, wenn ich einen Dienst von der externen Stelle nutze und klicke dann irgendwo rein, wo kein Objekt liegt, dann machen viele Clients dann einfach ein leeres Fenster auf oder sowas. Das ist nicht schön und um sowas zu vermeiden, sollten wir da in dem Bereich eben ein leeres HTML Dokument definieren können, worauf die Clients reagieren können, um dieses Öffnen eines neuen Fensters zu unterbinden. Koordinatenreferenzsysteme, da hat sich eigentlich nichts zum letzten Standard geändert, sind geografische Koordinaten in WGS 84 und UTM-Koordinaten in ETRS 89. Das sind die verpflichtend zu unterstützenden Koordinatenreferenzsysteme für die Darstellungsstandards. Weitere Regelungen, das war der größte Diskussionspunkt, deswegen hat es 2 Jahre gedauert, um dieses Dokument da durch die Gremien zu bekommen. Wir haben ein einheitliches Kachelset für UTM 32 definiert, mit einer geraden Maßstabsfolge, um das dann auch wirklich sinnvoll nutzen zu können, diese WMTS-Interfaces. Genau, und wenn Dienst abgesichert ist, fordern wir hier jetzt eine Minimal-Authentifizierungsmöglichkeit mit RFC 2617, also HTTP Authentication.
Wir empfehlen auch die Verwendung von Course-Headern, um dann einfacher mit JavaScript-Clients mit diesen Datenquellen kommunizieren zu können. Und wir verweisen bei der Publikation von zeitlich oder höhenvariablen Daten auf ein Best-Practice-Paper des OGCs, was auch vom Deutschen Wetterdienst mitentwickelt worden ist 2014, sodass wir dann auch mehrdimensionale Daten über WMS-Interfaces interoperabel nutzen kann. Das sind also einige Punkte, die sich da geändert haben. Ich würde jetzt in die praktische Dokumentation einsteigen und würde jetzt einfach nochmal zeigen, wie so ein Inspire Capabilities Dokument aussieht oder wie diese Service-Metadaten gemäß der Inspire-Anforderungen zu verknüpfen sind. Hat das hier schon jemand mal gesehen? Diese Erweiterung der Capabilities Dokumente zur Abbildung von Service-Metadaten, das ist das, was wir jetzt auch deutschlandweit halt fordern, um die Lizenzen sauber abbilden zu können. Ja. Wieder rein. Und die Server-Komponenten, jetzt nehme ich mal Map-Server und auch Geo-Server als Beispiel, die haben auch Dokumentation, verfügen über Dokumentation, wie wir diese Links a priori erzeugen kann und auch befüllen kann. Das ist bei Map-Server dokumentiert durch die Inspire-Richtlinie und bei Geo-Server gibt es auch eine gute Dokumentation dazu, indem ich halt diese Inspire Extended Capabilities aktiviere und dann verfügen die Capabilities-Dokumente dieser Service-Komponenten um die notwendigen Voraussetzungen. Datenmetadaten müssen auch im Capabilities-Dokument verlinkt werden. Das zeige ich jetzt noch mal kurz am einem anderen Beispiel. Das ist die Nutzung dieser Metadata-URL-Referenz, die jetzt hier steht. Und auch dieses automatisierte Erstellen dieser Metadata-URL-Referenz ist gerade im Map-Server-Bereich, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, relativ einfach geworden. Seit der 7.2er oder 7.2.4er-Version vom Map-Server gibt es eine neue Operation, die ist nur Map-Server-spezifisch, die heißt GetLayerMetadata und damit bin ich in der Lage, direkt a priori in der Map-Server-Konfigurationsdatei schon dieses XML-Dokument vorzukonfigurieren und dann eben mit anzugeben. Okay. Ich glaube, von der Zeit sind wir jetzt relativ knapp. Ich zeige jetzt noch mal am konkreten Beispiel kurz diese Zeit-Mehrvariante, zeitvariable Layer-Bereitstellung am Beispiel des Deutschen Wetterdienstes, wie das nachher aussehen kann und wie dann auch dann man Mehrwerte da erzeugen kann bei der Nutzung dieser Layer. Der Deutsche Wetterdienst macht das schon seit längerem, dass er halt quasi zum Beispiel die Satellitenbildinformationen und Wolkenbedeckungslayer eben mit zeitlichen Filtern über WMS-Interfaces publiziert. Lässt sich dann relativ einfach nutzen. Okay, und da wir jetzt von der Zeit am Ende sind, würde ich jetzt gerne Fragen beantworten. So, vielen Dank, Armin. Es scheint ja so, als wenn die Foskis dazu beitragen kann, dass dieser Standard jetzt tatsächlich auch mal bekannt wird in den Behörden untereinander und das dann für die Anwender dann einfacher und transparenter wird, diese Daten dann auch zu nutzen. Und ich denke mal, es gibt auch Fragen. Da oben bitte. Zum Koordinatensystem. Wieso ist ein 25833 da nicht dabei? Weil ich meine, der war eine Deutsche lange Osten. Diskussion. Naja, das ist aber ganz schlecht, wenn er nicht dabei ist, weil wir als Stadt in Brandenburg oder als Brandenburg stellen 32 nicht bereit. Haben wir der Nutzung von 32er Diensten ernsthaft das Problem, weil die Schriften nämlich schief stehen. Und insofern ergibt sich da jetzt mittlerweile wieder eine nach entsprechender Insellösung. Die 32er Diskussion 32/33 haben wir 2005 lange geführt. Und im 2006er Standard war das auch schon auf UTM 32 definiert gewesen. Und die Diskussion ist jetzt auch wieder aufgekocht und wir haben sie mit dem gleichen Ergebnis beendet. Dass wir einen ja, mag sein, dass sich das aber heutzutage, sollte technologisch kein größeres Problem sein, verschiedene Koordinatenreferenzsysteme von der Service-Komponente unterstützen zu lassen. Und wir wollen Interoperabilität erreichen und das machen wir nicht mit zwei verschiedenen Koordinatenreferenzsystemen. Das ist einfach hart vielleicht, klingt hart, aber macht Sinn. Es ist aber normalerweise kein Problem. Der Server kann das ja out of the box.
Warum denn nicht 3,30, wenn kein Problem ist? Weil wir eins haben wollten und nicht zwei verschiedene. So, weitere Fragen? Ach so, Entschuldigung, ich wollte ganz kurz nochmal auf die Frage. Auch eine Sache, die Begründung war dieser WMTS-Kachelset, was auch 2 Jahre lang gebraucht hat, um da durchzukommen durch dieses Gremium. Die Diskussion war noch härter gewesen und die haben immer argumentiert mit der Sache, wenn ich mehrere Koordinatenreferenzsysteme unterstützen müsste, brauche ich natürlich auch doppelt so viel Speicherplatz, um diese Kacheln abzulegen. Ja? Also haben wir die Zahl der Referenzsysteme natürlich auch ein bisschen reduziert. Warum ist WMTS nach wie vor optional? Weil die maximale Interoperabilität ja mit WMS und Flexibilität mit WMS-Interfaces zu erreichen ist und WMTS aus unserer Sicht ist nice to have, nicht mehr und nicht weniger. Und wir auch nicht wussten, ob wir die Diskussion mit einem einheitlichen Kachelset überhaupt erfolgreich beenden würden. Okay. Ja. Weitere Wortmeldungen aus dem Plenum? Ich wollte nur einen Kommentar abgeben. Ich war vor ein paar Tagen in der Schweiz und die Schweizer Vermesser waren damals mit, weil ist jetzt Schaffhausen gewesen, und haben diese Inspire-Veranstaltung in Baden-Württemberg, als das sozusagen publik gemacht wurde, miterlebt und haben die schütteln mit dem Kopf und sagt, wie ihr mit diesen Inspire-Diensten das alles machen wollt, verstehen die Schweizer nicht. Ich gebe nur einfach den Kommentar weiter. Okay. Deutschland ist der größte Datenanbieter von Inspire-konformen Diensten und Datensätzen und Metadaten in Europa. Das ist einfach so. Ja, es funktioniert, es hat gefruchtet. Insbesondere bei den Bundeseinrichtungen, bei den Großen, die natürlich automatisch die ganzen Metadaten und Dienste konfigurieren. D-Status haben wir eben gehört. Die haben seit Jahren da ein System auf Map-Server-Basis, was das out of the box alles über eine Fassadentechnologie generiert und das funktioniert problemlos. Und das machen andere Bundeseinrichtungen, BFG, BAFG hier, Bundesanstalt für Gewässerkunde auch so und auch andere große Institutionen, Landesinstitutionen bei uns, die machen das auch und es scheint zu funktionieren. Die Technologie ist da, man muss nur richtig einsetzen. Wie alles in der Schweiz funktioniert manches anders und ist auch nicht schlecht. Klar, gut. Aber wir wollen natürlich auch eine Interoperabilität zu Europa herstellen. Das heißt, wir wollen nicht dem widersprechen, was in Europa schon festgelegt ist. Und wir haben nur diese Richtlinie. Das ist der einzige gesetzliche Zwang, mit dem wir Interoperabilität erreichen können. Sonst gibt es nichts. Das ist das Problem. Ja? Und der IT-Planungsrat ist da auf den beiden Ohren etwas taub für diese Geodatenstandards, glaube ich. Das Auditorium ist weiterhin gefragt. Alles klar? Gut, dann wird das ja in Zukunft wunderbar funktionieren, hoffen wir. Vielen Dank. Recht vielen Dank nochmal an Armin.